Eine Fabrik am Rande von Thessaloniki, seit Jahren bankrott. Und doch kommen jeden Tag Menschen zur Arbeit her. Wir werden unseren letzten Blutstropfen geben. Denn das hier ist nicht nur eine Fabrik, es ist die Gesellschaft, es ist ein anderes Leben. Wir sprechen hier von einer neuen Gesellschaft. Und die soll nicht nur für wenige sein, sondern für alle. Dafür kämpfen wir und darum sind wir hier. Griechenland 2017. 21% Arbeitslosigkeit. Die Arbeiter des Viomé-Kollektivs wehren sich, indem sie ihre Fabrik besetzen. Wenn sie wirklich an ihr Produkt glauben, müssen sie es woanders herstellen und investieren. Es ist ziemlich einfach, in einer Fabrik zu produzieren, die dir nicht gehört und für die du keine Miete zahlst. Und es ist sehr einfach, mit Maschinen zu arbeiten, die dir nicht gehören. Okay. Ein Facharbeiter in der Frühschicht. Der 49-Jährige stellt gerade ein umweltfreundliches Waschmittel her. Nichts Besonderes? Doch. Denn das hier ist kein gewöhnlicher Arbeiter. Er hat mit seinen Kollegen diese Fabrik übernommen. Als das Unternehmen in die Insolvenz ging, blieben sie einfach hier. Und beschlossen, weiterzuarbeiten. Auf eigene Faust und auf eigene Rechnung. Ich heiße Markis Ananoshtu und bin heute ein befreiter Arbeiter bei Viomé. In meinem vorherigen Berufsleben habe ich Fliesenkleber hergestellt. Da gab es natürlich Vorgesetzte und somit waren wir Arbeiter versklavt. Die haben uns angewiesen, ohne Widerworte das zu tun, was sie wollten. Heute entscheiden wir hier alles gemeinsam und das ist der Unterschied. Wir haben die Freiheit, bei dem, was wir produzieren, mitzureden. Markis Ananoshtu hat 4 Kinder. Eigentlich wäre er arbeitslos. Stattdessen stellt er gemeinsam mit 24 Kollegen in dieser einstigen Fabrik für Fliesenkleber biologisch abbaubare Seifen, Wasch- und Reinigungsmittel her. Der Job sichert ihm und seiner Familie zumindest das Nötigste. Immerhin bereits im 4. Jahr. Du spürst, dass deine Hände sauber geworden sind und gleichzeitig fühlt es sich an, als ob du sie mit Nivea eingecremt hättest. Viomé, eine Sozialkooperative, in der klare Regeln Freiheit garantieren sollen. Jedes Mitglied bekommt denselben Lohn. Und jeder macht, gemäß seinen Fähigkeiten, in der Produktion alles. Die Jobrotation soll das Entstehen von Hierarchien unterbinden. Evangelios kam vor 1 Jahr zu Viomé. Er hat Chemie studiert, aber danach keine Arbeit gefunden. Das stark vom Kommunismus inspirierte Kollektiv fasziniert den 29-Jährigen. Er findet es toll, keinen Vorgesetzten zu haben. Aber für ihn bedeutet Viomé mehr. Wir haben uns ein paar Dinge zum Ziel gesetzt, als Viomé, aber auch als weltweite Bewegung. Wir wollen nicht nur ein anderes Wirtschaftsmodell etablieren. Wir möchten die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit verändern. Unsere Vision ist eine Welt, in der Gleichheit, Solidarität und Uneigennützigkeit herrschen. Diejenigen, die das Vermögen schaffen, die dafür schuften, sollen auch etwas davon abhaben. Wir wollen, dass sie das bekommen, was sie wirklich wert sind. Und nicht länger in endlosen Produktionszyklen verschlissen werden. Eine weitere Regel. Das maximale Einkommen darf höchstens das Dreifache des griechischen Mindestlohns betragen. Das wären rund 1.500 Euro. Bislang verdienen sie hier nicht annähernd so viel.
Viomet-Produkte findet man nicht im Supermarkt. Sie werden über das Internet und auf Märkten direkt verkauft. Die Entstehungsgeschichte des selbstverwalteten Seifenkollektivs. Sie ist in Griechenland beispiellos. Bis 2011 war Viomet Teil einer Firmengruppe um den Fliesenproduzenten Philka Ram Johnson, der 1962 von der Unternehmerfamilie Philippou gegründet worden war. Philka Ram war jahrzehntelang erfolgreich, exportierte in über 30 Länder. Doch 2011 ging die Firma in der Wirtschaftskrise bankrott. Kredite, Steuern und Sozialabgaben türmten sich zu einem Schuldenberg in Millionenhöhe. Gemeinsam mit Philka Ram wurde auch die Tochterfirma Viomet, die in derselben Fabrik Fliesenkleber produzierte, dicht gemacht, obwohl sie nicht bankrott war. Wegen der unklaren Situation erschienen die Arbeiter weiter jeden Tag, aber es gab nichts mehr zu tun, auch keine Löhne mehr. 2013 warfen sie die Maschinen wieder an, in Eigenregie. Wir sind gegen den Kapitalismus, egal ob staatlich oder privat. Wir sprechen über ein Kooperationssystem, was etwas ganz anderes ist. Die Arbeiter sind heute doch alle hochspezialisiert, auch bei uns. Nicole ist Chemikerin, Evangelios ist Chemieingenieur, Spiros ist Programmierer. Es darf aber keiner mit seinem Wissen Macht über andere ausüben können. Früher war es doch so, die höher Qualifizierten nannten uns weniger Qualifizierte die Niederen und wir haben sie als Verräter bezeichnet. Das hat uns tief gespalten. Verständigung war unmöglich. Occupy, resist, produce. Besetzen, Widerstand leisten, produzieren. Das Projekt traf einen Nerv. Nicht nur Naomi Klein, die prominente Globalisierungskritikerin, reiste an. Auch Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, kam zweimal her und versprach den Besetzern seine Unterstützung. Im Winter 2017 ist es ruhiger geworden um das Kollektiv. Doch Viomet lebt. Eine bunte Truppe, die zur Schicksalsgemeinschaft wurde. Familienväter, Arbeitslose, Aktivisten. Nicole ist studierte Chemikerin. Sie kam vor einem Jahr zu Viomet. Erst hier wagte sie einen Schritt, der schon lange in ihr gereift war, sich als Transfrau zu outen. Nicole kümmert sich natürlich unter anderem um die Weiterentwicklung der Produkte. Als ich zu Viomet gekommen bin, habe ich es sehr geschätzt, wie mich meine Kollegen aufgenommen haben. Die Leute versuchen hier, ein Unternehmen in Selbstverwaltung zu führen. Diese Idee habe ich schon immer bewundert. Alle, die hier arbeiten, mussten irgendwann eine schwierige Entscheidung treffen, die unmittelbare Konsequenzen für das Leben ihrer Familien hatte. Mir gefällt das Arbeitsklima hier. Der Umgang unter den Kollegen ist wirklich respektvoll. Alle sind gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Meine Erfahrungen hier haben mich stark beeinflusst. Da habe ich den Entschluss gefasst, mein Leben in die Hand zu nehmen. Meine Kollegen haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, gerade am Arbeitsplatz man selbst zu sein und nicht jemand anderes. Basisdemokratie kann auch anstrengend sein. Zentrales, allmorgendliches Ritual bei Viomet. Die gemeinsame Sitzung. Alle genießen dasselbe Mitspracherecht. Und zu diskutieren gibt es einiges. Über Aufträge, die Planung der nächsten Protestaktionen bis hin zu Problemen in der Produktion. Die Seife lässt sich nicht schneiden? Die muss weich sein, höchstens 2 Tage alt. Dann kannst du sie schneiden. Warum muss das unbedingt heute geschehen? Das muss heute passieren. Damit die Seife noch ausreichend ziehen kann. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass wir nicht einer Meinung sind.
Dann kann sich die Versammlung schon mal in die Länge ziehen. Wir diskutieren, bis wir endlich einstimmig über etwas entscheiden. Manchmal klappt das auch gar nicht. Dann stimmen wir irgendwann ab, damit es weitergehen kann. Bankrotte Unternehmen wie Filcaram. Allein im Raum Thessaloniki verrotten Hunderte. Viele waren nach der Euro-Einführung durch Kredite internationaler Investoren finanziert worden. 2010 lagen deren Forderungen an griechische Schuldner bei 150 Milliarden Euro. Noch heute melden sie in Konkursverfahren ihre Ansprüche an, auch bei Filcaram. Versteigerungen werden anberaumt, in denen aber oft keine Gebote für die Fabriken abgegeben werden. Es herrscht Stillstand bis zum Verfall. Der Krach, den man hier im Hintergrund hört, kommt von drüben, vom Filcaram-Gelände. Da demontieren sie gerade die Maschinen. Die wollen sie jetzt noch als Altmetall für ganze 10 Cent pro Kilogramm verkaufen. Das wäre auch der Preis für die Ausstattung von Viomir. Wir sind dagegen, weil wir für die Maschine hier hinter uns zum Beispiel höchstens 200 Euro erhalten würden. Sie läuft aber schon seit 5 Jahren bei uns. Der Verkauf der Produkte, die wir mit ihr herstellen konnten, hat in diesen 5 Jahren unsere Familien ernährt. Der Wert dieser Maschine liegt also darin, sie zu benutzen, nicht darin, sie zu verschrotten. Das brächte uns höchstens 10 Euro pro Kopf. Fest steht, als Ganzes ist die heruntergekommene Fliesenfabrik derzeit nahezu unverkäuflich. Schon gar nicht für 30 Millionen Euro, die zunächst gefordert wurden. 2 Auktionen wurden mangels Bieter abgebrochen. Trotzdem sind weitere Versteigerungen angekündigt. Die Einstiegsgebote werden gesenkt. Auch der Staat gehört zu den Gläubigern von Filcaram aufgrund nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben in Höhe mehrerer Millionen Euro. Könnte er die Fabrik nicht einfach verstaatlichen und den Seifenmachern überlassen? Dimitris Dimitriadis ist einer der führenden Syriza-Politiker in Thessaloniki. Auch er würde Viomir gerne helfen. Doch die Situation ist kompliziert. Es gab bereits einen Vorschlag des Industrieministers, die Fabrik von Viomir auf ein anderes Gelände zu verlegen. Aber bei Viomir sind sie der Auffassung, dass ihnen das jetzige Gelände mit seinen Werkshallen zusteht. Sie wollen nicht umziehen. Das käme wohl einer Niederlage gleich. Die Viomir-Arbeiter haben nach der Auflösung des alten Unternehmens dort selbstverwaltet den Betrieb fortgesetzt. Dabei hat ein Großteil der Bevölkerung sie unterstützt. Jetzt wollen sie unbedingt dort bleiben. Das Problem von Viomir ist sehr kompliziert. Den rechtlichen Rahmen, in dem die Kooperative arbeiten kann, haben wir geschaffen. Die Frage des Eigentums und des Standorts bleibt dagegen nach wie vor ungelöst. Wir wollen das Problem ja lösen, aber es ist einfach schwierig. Das Seifenkollektiv ist wütend wegen der unklaren Rechtslage. Im Sommer 2016 fuhren Viomir-Arbeiter nach Athen, um die stellvertretende Arbeitsministerin zur Rede zu stellen. Auch sie konnte ihnen kein Bleiberecht in der Fabrik garantieren. Die Stimmung kochte hoch, schließlich kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Aber woher leiten die Arbeiter ihren Anspruch auf die Fabrik eigentlich ab? Eines ihrer Argumente, da die frühere Firma offiziell nicht geschlossen wurde, schützten sie das Gelände vor Plünderung und Vandalismus. Besitzen wollen sie die Fabrik nicht. Stattdessen soll die Regierung sie ihnen unbefristet zur Verfügung stellen. Das Problem ist, dass das ehemalige Management über Jahre nichts mehr investiert hat. Außerdem haben sie den Arbeitern keine Löhne mehr gezahlt und weder Steuern noch Sozialabgaben an den Staat entrichtet. Also schulden sie uns eine Menge. Und zwar den Arbeitern und der Gesellschaft. Darum sind wir überzeugt. Wir Arbeiter haben das Recht, die Maschinen zu erhalten und das Ganze hier zum Nutzen aller weiter zu betreiben. And to use them for the good of the society.
Die Tochter des Firmengründers sieht sich als Opfer der Wirtschaftskrise. Christina Philippou war 2011 Vorstandsvorsitzende. Sie hatte mehr als 30 Jahre im Betrieb gearbeitet. Weil Filkeram hochverschuldet in Konkurs ging, dem Staat Steuern und Sozialabgaben und den Angestellten Löhne schuldig blieb, wurde Philippou zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde dann in Sozialstunden umgewandelt, über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die Ansprüche der Arbeiter findet die ehemalige Unternehmerin ungerechtfertigt. Sie wollen, dass die Regierung sagt, oh, ihr seid fantastische Arbeiter, also geben wir euch einfach diese Fabrik. Also wirklich, in welchem Leben, in welchem Wirtschaftssystem passiert sowas? Sagen Sie es mir, wo macht man das? Seid richtige Businessmänner und keine Bettler. Wenn Sie Bettler sein wollen, können Sie ruhig weitermachen wie bisher. Wenn Sie Geschäfte machen wollen, sollten Sie so langsam mal ein anderes Band einlegen. Bettler wollen die Mitglieder der Kooperative nicht sein. Die Spielregeln des Kapitalismus lehnen sie ebenfalls vehement ab. Beim Viomé-Stammtisch treffen sie sich einmal in der Woche zum Abendessen. Wenn das ein Abend wäre, zu der Zeit, als Viomé noch wie ein normales Unternehmen funktioniert hat, dann säßen auf der einen Seite des Tisches die Chefs und die ganzen Bürokraten und auf der anderen die Arbeiter. Jetzt sitzen wir hier so durcheinander, dass du gar nicht unterscheiden kannst, wer hier wer ist. Auch außerhalb der Fabrik herrscht Gleichheit. Kann eine Firma ohne Chefetage effektiv sein? Zumindest innerhalb des europaweiten Solidarnetzwerks, in das Viomé eingebettet ist, geht das Konzept auf. So wird zum Beispiel das Olivenöl für die Handseife von einer weiteren Kooperative direkt bezogen. Makis war seit 1998 hier angestellt. Er hat den Konkurs von Filkeram miterlebt. Die Arbeiter werfen den ehemaligen Eigentümern vor, sie hätten den Konzern finanziell geplündert und den Rest einfach zurückgelassen. Die herrschende Meinung ist, dass alle Chefs derselbe Mist sind. Ob das nun eine Philippou ist oder jemand anderes. Wenn der Chef nicht mehr so viel verdient wie vorher, macht er sich halt aus dem Staub. Ich war in der Fabrik. Ich arbeitete in meinem Büro, war praktisch alleine. Und dann kamen sie und jagten mich weg. Sie sagten, das ist unsere Fabrik, wir bleiben hier und du kannst verschwinden. Ich saß am Rechner, sie machten das Licht aus, also ging ich. 5 Leute waren im Büro und sie sagten, wenn du ein Mann wärst, dann würden wir es dir zeigen. Ich antwortete, ich bin aber kein Mann und das hier ist mein Büro. Dann ging ich, was denn sonst? Christina Philippou ist heute Frührentnerin. Sie beteuert, ihre Familie habe ihr Vermögen beim Bankrott der Firma verloren und wäre daran zerbrochen. Ihre ehemaligen Angestellten hätten ihren Ruf ruiniert. Ich ging oft runter in die Fabrik, es gab Treffen. Nicht nur mit dem Vorstand, mit allen Arbeitern. Aber sie waren bloß wütend und unbelehrbar. Sie wollten mir nicht glauben, weil ein Unternehmer in Griechenland ist natürlich jemand, der seine Arbeiter betrügt, obwohl er nicht ohne sie und ihre Leistung leben kann. Davon sind sie überzeugt. Ich sehe das etwas anders und nicht nur ich. Was passiert denn jetzt? Arbeiten die da? Sind es nun 5 oder 10? Wir waren 70. Die Wut über die Pleite hält an. Als Feindbild mag die ehemalige Besitzerin noch taugen. Akute Gefahr droht Viomé heute aber wegen des Konkursverfahrens.
Theoharis Megas ist als Insolvenzverwalter mit der Liquidation beauftragt. Zweimal war er schon hier, um Gebäude und Maschinen zu bewerten. Der Fabrik nähert er sich nur zögerlich. Ich habe versucht, mit dem Gutachter die Einrichtungen zu betreten. Die Arbeiter haben uns allerdings daran gehindert. Sie ließen uns nicht passieren. Mein Amt lässt mir nur sehr wenig Spielraum. Ich kann nur auf eine neue Gesetzesänderung warten. Vor 3 Jahren hat mich der damalige Arbeitsminister Skoletis nach Athen eingeladen. Es hieß, ich sollte die neue Rechtslage abwarten und bis dahin keine weiteren Maßnahmen zur Liquidation von Viomi einleiten. Danach kam es zu einem Ministerwechsel. Die Versprechungen sind dieselben geblieben. Passiert ist aber nichts. Ich denke, die Verantwortung für die verfahrene Situation hier liegt nicht bei den Arbeitern. Sie liegt bei denen, die ihnen versprochen haben, legal in dieser Fabrik arbeiten zu können. Gemeint ist die Syriza Regierung. Wie lange kann der Insolvenzverwalter abwarten? Laut Gerichtsbeschluss dürfte er die Fabrik betreten, notfalls unter Polizeischutz. 5 Uhr morgens. Evangelius und ein Kollege sind auf dem Weg nach Katerini, einer Kleinstadt 70 Kilometer von Thessaloniki entfernt. Dort findet ein Markt statt, auf dem sie ihre Produkte anbieten wollen. Katerini ist der Geburtsort der Märkte ohne Zwischenhändler. Einer Initiative, die Nachahmer im ganzen Land gefunden hat. Entstanden ist die Bewegung zu Beginn der Krise, als Supermarktketten und Großhändler den Erzeugern immer weniger Geld für ihre Produkte boten. Gleichzeitig stiegen die Lebensmittelpreise drastisch an, während die Griechen immer weniger Geld im Portemonnaie hatten. Für die Menschen in Griechenland sind die Märkte ohne Zwischenhändler enorm wichtig. Die Kunden können hier direkt bei den Produzenten kaufen. Dadurch sind die Waren viel billiger als im Supermarkt, weil es eben keine Zwischenhändler gibt. Rund ein Drittel dessen, was man im Supermarkt zahlen würde, kosten die hier angebotenen Waren im Schnitt. Elias Tsoulakidis organisiert den Markt in Katerini seit 5 Jahren mit. Er koordiniert die über 30 Freiwilligen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. An die 300 Familien versorgen sie heute, überwiegend mit Lebensmitteln aus der Region. Kommen Sie hier rüber, dort halten Sie für die Linsen. Wir sprechen die Preise mit den Produzenten ab. Danach geben die Leute über unsere Homepage ihre Bestellungen auf. Alles läuft online ab. Wir setzen einen Termin für die Übergabe fest, so wie heute. Die Leute kommen dann vorbei, um ihre bestellten Waren abzuholen. Sie zahlen direkt bei den Erzeugern und packen alles ein. Wir Verbraucher profitieren von diesen Märkten. Die Preise sind niedriger, der Anbau ist kontrolliert und wir unterstützen uns gegenseitig. Ab 8 Uhr herrscht Hochbetrieb auf dem Markt. Auch für Viomi läuft das Geschäft gut. Evangelius nutzt die Gelegenheit, um Werbung für die Kooperative zu machen. Aber selbst in Katerini kennt man sie mittlerweile. Seid ihr von Viomi? Ja. Ich habe Seife von euch. Wirklich? Ich habe den Viomi-Stand gesehen und mich gefragt, ob das die Viomi ist. Schön, das freut mich. Ich würde die Seife gerne mal ausprobieren. Was gibt es denn? Zitrone und Eukalyptus. Die hier ist mit ätherischen Ölen. Ich brauche etwas, was auch die Hände pflegt. Dann nehmen Sie die mit den ätherischen Ölen. Solche Initiativen zeigen,
dass Selbsthilfe funktionieren kann. Dennoch will die Regierung die Märkte stärker regulieren. Die Betreiber sollen den Gemeinden Gebühren zahlen. Elias hält das für einen Versuch des Staates, bei denen abzukassieren, die am meisten unter der Krise leiden. Die Märkte ohne Zwischenhändler waren von Anfang an eine Reaktion auf die Krise. Wir haben hier auf diesem Parkplatz damit angefangen, weil wir nach Lösungen für die finanzielle Not in der griechischen Gesellschaft gesucht haben. Das Ziel war es, Produkte direkt vom Erzeuger zu beziehen, weil sie in den Supermärkten einfach zu teuer sind. Jetzt ist aber der Druck der Supermarktketten und der Zwischenhändler auf die Politiker so groß geworden, dass sie ein Gesetz verabschieden wollen, das uns das verbietet. Mit dem neuen Gesetz will die Politik den Lebensmittelverkauf stärker kontrollieren, um die Verbraucher wieder in die Arme der Supermärkte zu treiben. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Das neue Gesetz beschäftigt auch die Lokalpresse. Ein Journalist kommt vorbei, weil er über den Markt und die drohenden Gebühren berichten möchte. Das Wasser steht uns bis hier. Es kann nicht sein, dass sie immer neue Möglichkeiten finden, uns zu sabotieren. Die Bewegung ohne Zwischenhändler will also weitermachen, egal welche Steine die Regierung ihr in den Weg legt. Selbstverständlich. Okay. Solange die Menschen über das Internet Bestellungen aufgeben, 300, 400, 500 Familien jedes Mal, werden wir weitermachen. Freiwillige Helfer haben wir genug. Gott sei Dank. Wir haben das Gefühl, betrogen worden zu sein. Von einer Regierung, die die sozialen Bewegungen instrumentalisiert hat, um an die Macht zu kommen. Von einer Regierung, die uns einst unterstützt hat. Die Abgeordneten der Syriza in Katerini standen mal auf unserer Seite. Und jetzt sind es ausgerechnet Sie, die für dieses neue Gesetz stimmen. Ehrlich gesagt, ich schäme mich dafür. Zurück bei Viomi. Dimitrios Komatsiolis macht Handseife. Er will bald heiraten. Seine Verlobte lernte er bei den landesweiten Protesten gegen die Schließung des staatlichen Rundfunks 2013 kennen, weil sie damals ihren Job verlor. Die massenhafte Arbeitslosigkeit und die Angst davor hat die Griechen politisiert. Sozialistische Modelle wirken für viele überzeugend. Selbstverständlich werden wir auf keinen Kompromiss eingehen. Wir bleiben in der Fabrik und machen weiter. Für etwas Besseres in unserem Leben, für alle. Es spielt keine Rolle, wer die Fabrik kaufen möchte. Wer deswegen kommt, kommt für nichts Gutes. Er kommt, um etwas zu zerstören. Und er kennt die Folgen, denn wir werden nicht einfach weggehen. Der 17. November. 1973 wurde an diesem Tag eine Demonstration blutig niedergeschlagen. Es war der Anfang vom Ende der griechischen Diktatur. Bis heute demonstriert die Linke landesweit am 17.11. auch gegen das Gesetz, das die Märkte ohne Zwischenhändler regulieren soll. Für Spiros ein Beleg, wie sehr sich die Politik von den Bürgern entfernt habe. Unsere Gesellschaft schließt Menschen massenhaft aus. Darum werden alle Parteien in Europa, egal ob Sozialdemokraten, Liberale oder Konservative, immer schwächer. Viele Griechen suchen nach neuen Wegen. Denn die Krise des Landes ist noch lange nicht überwunden. Über 7000 Sozialkooperativen gibt es hier bereits. Die Arbeiter von Viomi, sie sind für viele ein Vorbild.